und da stellt sich die Frage, wechselt Michael Smolik zur UFC? Leute, willkommen bei Team Smolik. Wir sind hier in Los Angeles im Hintergrund. Die wunderschöne Skyline. Hier seht ihr Carnation District und Downtown. Wir sind gerade hier im Griffith Observatory und wir haben uns gedacht, keine andere Stadt steht so stark für den amerikanischen Traum wie Los Angeles, amerikanischer Traum. Leute kommen hierher, junge Leute kommen hierher, wollen ihre Träume verwirklichen, lassen alles hinter sich. Ich glaube, jeden Monat kommen allein 10.000 Leute hier an, die einfach nur große Träume haben werden. Wollen eben Schauspieler werden, wollen Sänger werden, sonst was werden, Künstler werden. Und was wir eben festgestellt haben, in letzter Zeit sehr, sehr viele junge Leute trainieren sehr, sehr hart. Wir sind sehr, sehr viel in den Gyms, wollen UFC-Fighter werden. Und wir haben uns gedacht, die meistgestellte Frage an Michi im Netz ist eigentlich, Michi, hey, wie sieht's aus mit der UFC? Und an der Stelle übergebe ich einfach mal an Michi. Das ist tatsächlich die meistgestellte Frage, die mir gestellt wird im Netz. Danke dir, Bro, an dieser Stelle für die Einleitung. Ja, viele Leute fragen mich, Michi, wie sieht's aus mit der UFC? Wechselst du zur UFC? Und da stellt sich die Frage, wechselt Michael Smolik zur UFC? Ich kann die ganz klar beantworten mit Nein. Ich werde mich zunächst einmal auf meine Kickbox-Karriere konzentrieren. Ich möchte Kickboxen in Deutschland publiker machen. Ich möchte es, ja, es soll einen größeren Namen bekommen und durch mich wieder bekannter werden. Ähnlich wie es Christine Theiss etwas geschafft hat, will ich es noch mehr schaffen und einfach daran weiterarbeiten. Deswegen ist UFC oder MMA für mich erstmal kein Thema. Ich trainiere zwar MMA, nebenbei sehr, sehr viel, auch Bodenkampf und so weiter, aber das auch wirklich nur für mich und für die Grundausdauer, für die Kraftausdauer an sich. Aber UFC erstmal kein Thema. Viele sagen auch immer, hey Michi, mit der UFC verdienst du doch viel mehr Geld und wirst du bestimmt Millionär in der UFC, wenn du nach Amerika gehst und so weiter. Also zunächst einmal den Leuten, denen es um Geld geht, diesen ganz falschen Kampfsport. Ich habe damals meine Polizeikarriere beendet, hatte gar nichts, keinen Cent verdient und habe es nur deswegen gemacht, weil ich es eben liebe. Und mach's nicht wegen der Kohle, ganz klar. Zum anderen, Markus hat es erwähnt, viele Leute hier in Amerika trainieren auch sehr, sehr hart und wollen Fighter werden. Man muss da ganz klar abgrenzen. Deutschland und Amerika ist es ein bisschen anders. Wir haben festgestellt, hier in Amerika haben die Fighter einen sehr, sehr großen Stellenwert. Man kann es fast so miteinander vergleichen, wenn ich jetzt hier sage, ich bin Pro-Fighter und World Champion, wie wenn ich in Deutschland Profifußballer oder beim FC Bayern spiele. Das ist tatsächlich genauso vergleichbar, die alle gleich, wow, du bist hier ein riesen Superstar und hypen dich alle sehr, sehr krass. Also für diejenigen unter euch, die Kampfsport nur ausüben und Anerkennung zu bekommen, sollten vielleicht nach Amerika ziehen, weil da bekommen sie die Anerkennung. Aber die Leute, die das tun, machen das aus den falschen Gründen, weil Kampfsport aus Anerkennung oder aus, ja, geldtechnischen Gründen zu machen, ist einfach nur Schwachsinn. Aber zum anderen, natürlich ist es sehr, sehr schön, wenn hier auch Kampfsport einen großen Stellenwert hat, wenn viele die Kampfsportler respektieren, die Leistung respektieren und in den Gyms, man wird sehr herzlich aufgenommen. Externe Trainer trainieren einen, ohne was dazu zu verlangen. Die wollen kein Geld, die wollen gar nichts. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, wenn man das auch mal erfährt. In Deutschland ist es leider ein bisschen anders. Jeder möchte irgendwie Kampfsportler werden, einfach nur, weil es cool ist oder weil man Mädels beeindrucken will oder weil man denkt, dass man Millionär wird. Hier tut man das wirklich noch aus den Gründen des Herzens und das ist sehr, sehr schön. Abschließend kann ich dazu sagen, kann man als Fighter in Amerika leben, beziehungsweise wie lebt man als Fighter in Amerika? Ganz klar die Antwort, sehr, sehr gut. Also man verdient tatsächlich auch sehr gut als Fighter in Amerika. Es ist nicht so, dass man gleich Millionär wird, wenn man UFC-Fighter ist. Das tatsächlich nicht. Ich glaube, einer der bestbezahltesten UFC-Fighter ist natürlich McGregor, damals Ronda Rousey. Aber die haben wirklich einen Namen, die haben was aus sich gemacht und haben sich selber vermarktet. Aber es gibt auch UFC-Fighter, die nicht so viel verdienen. Es ist auch durchaus möglich, dass es deutsche Fighter gibt, die mehr verdienen als UFC-Fighter, ganz klar. Und hier nochmal zurückgreifend die Frage, die wird mir auch sehr oft gestellt. Michael, wie viel verdient man eigentlich als Fighter? Kann man davon leben? Lebst du gut, lebst du schlecht? Leute, diese Frage werde ich euch nicht beantworten. Ich hasse diese Frage. Es geht einfach nicht ums Geld. Wenn ihr es genauer wissen wollt, ich bekomme Essensgutscheine nach jedem Fight. Letztes Mal war es McDonald's, früher war es noch KFC und ansonsten bekomme ich gar nichts. Nein, Leute, darum geht es nicht. Es geht nicht um Geld, es geht nicht um materielle Sachen. Fangt doch mal an, Kampfsport zu machen, weil ihr es liebt und nicht, um einfach nur die Fragen zu stellen. Kann ich davon gut leben? Kann ich meinen Job kündigen, damit ich irgendwann ein Millionär werde?
das sind die falschen Stellen. Wenn ihr deswegen zum Kampfsport geht, braucht ihr auch nicht nach Amerika gehen. Abschließend kann man sagen, Amerika, Kampfsport wird sehr gehypt. UFC vor allem, jeder kennt hier die UFC. In Deutschland ist es leider ein bisschen geringer. Und ja, ob ich zur UFC wechsle, habe ich euch bereits beantwortet. Ich hoffe, die Frage ist endlich mal an dieser Stelle beantwortet für euch, weil das immer wieder Leute fragen. Guckt euch das Video meinetwegen 100 Mal an und die Antwort wird 100 Mal die gleiche sein. Ich werde nicht zur UFC wechseln. Also, das war's von mir in LA. Es werden noch weitere Videos kommen aus Las Vegas. Danke dir, Markus, an dieser Stelle. Das war euer Michael Smolik, Facebook, Instagram und verlinkt. Haut rein.